Die heilende Wirkung von Pflanzen kennen wir seit Jahrtausenden. Wir verwenden ihre Auszüge und Essenzen für Kosmetikprodukte. Sie sind Nahrungs- und Genussmittel. Ihre Eigenschaften als Dämmstoff und ihr Potenzial als Ausgangsmaterial für biogene Kunststoffe sind noch lange nicht vollständig erforscht und ausgeschöpft. Die Pflanze ist ein Tausendsasser. Ja, die ist wunderschön. Bevor Susanne und Martin Misteln ernten, schreitet die Kräuterfrau um den Baum. Sie führt ein kurzes Ritual durch. Vor vielen Jahrhunderten sind Druiden auf die Bäume geklettert und haben die Misteln mit einer goldenen Sichel abgeschnitten. Das ist jetzt die goldige Sichel von heute. Nicht mehr ganz goldig, aber scharf. Ja. Der moderne Miraculix Martin verwendet für die Mistelernte Seil und Säge. Susanne, bist du soweit? Ja. Dann kommt. Ja, die vom Himmel gefallene darf die Erde nicht berühren. So manches ist vom Ritual der Mistelernte überliefert. Dass ein ganz reinherziger und offenherziger Mensch nur diese Mistel ernten darf. Und dass unter der Mistel das Fußvolk steht und die Mistel, also die vom Himmel gefallene, diese Heilsbringerin, die wird dort aufgefangen. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass sie in einer ganz großen Achtsamkeit geholt wird, geerntet wird. Es ist die heiligste Pflanze für unsere Vorfahren. Sie ist als Heilpflanze eine der ältesten Pflanzen. Und sie war für die Menschen früher ungemein wichtig und von ganz großer Bedeutung. Ganz hinten im großen Walsertal steht Susanne Türtschers Kräuterhaus. Hier wird sie die Misteln verarbeiten, die sie zu fixen Terminen zweimal pro Jahr erntet. Die Mistel hat zwei ganz besondere Misteldaten. Einmal ist es die Wintersonnenwende und einmal ist es die Sommersonnenwende. Das hat zwei Inhaltsstoffe. Einmal ist es Viskolektin, das zur Wintersonnenwende sehr stark ist, und die Viskotoxine, die sind im Sommer zur Sommersonnenwende sehr stark vorhanden. Die Mistelbeeren verwendet die Kräuterfrau für einen Balsam. Die Blätter mörsert sie zu Pulver. Die Mistel wird in alten Schriften als die Allesheilerin bezeichnet. Für Mistel können wir alles verwenden, aber sparsam. Sie hat Toxine, Alkaloide, also Pflanzengiftstoffe. Paracelsus sagt, die Menge macht das Gift. Es gibt Heilgifte, das hat die Mistel. Es sind Schlangengifte, die der Mistel zugrunde liegen. Sie steht für die Balance, für unsere innere Balance. Denn ist sie eine Pflanze, die auf unser Herz wirkt. Also vor allem mit einem schwermütigen Herz, also mit seelischem Ursprung.
Es ist eine Pflanze, die auf unseren Kreislauf wirkt, einen Einfluss hat. Bei Bluthochdruck wird sie verwendet. Die Gaben der Heiligen Drei Könige, Gold, Weihrauch und Myrrhe, sind ebenfalls Bestandteile der Pastillen. Darum ist diese Arznei oder die kleinen Pastillen, die man macht für Menschen, die sich in einer Melancholie, in einer Verstimmung, in einer Krise, in einer Lebenskrise befinden. Die Mistel ist äußerst vielseitig. In früheren Jahrhunderten war sie die Begleiterin des Menschen ins Totenreich. Darüber hinaus ist die Mistel auch eine Symbolpflanze für das Mysterium Ostern. Selbst in der modernen Welt der Medizin hat sie ihren Platz. Einerseits ist die Mistel ein Kraut, das bei zu hohem Blutdruck eingesetzt wird, weil es einfach beruhigend ist. Der zweite Einsatz von Mistel ist, um das Wiederkehren von Krebs zu verhindern. Das macht man als Therapie, indem man die Mistel spritzt. Das gehört auch in die Hände von erfahrenen Therapeuten, Ärzten. Aber auch dort hat sie durchaus ihre Wirkung und auch ihre Erfolge. Wir machen daraus Tropfen, die unterstützend bei hohem Blutdruck wirken. Wir kombinieren es mit Weißdorn. Und das ist so genau das Richtige für einen Manager, der sagt, kann ich zusätzlich zu meinen Tabletten oder zusätzlich zu meinen anderen Aktivitäten gegen hohen Blutdruck noch was zusätzlich machen. Und da haben diese Tropfen einen sehr guten Erfolg. Von den Misteln finden wir sowohl Holzreste, Zweigstückchen, zum Beispiel, aber auch sehr viele Epidermisfragmente. Die Epidermen, das sind praktisch die Häute, die um die Zweige herum liegen und die sind sehr widerstandsfähig. Und wir vermuten, dass diese Pflanze als Winterfutter diente, für die Ziegen vor allem, aber vielleicht auch für die Schafe. Die Mistel kann natürlich als Heilpflanze verwendet werden, aber das können wir nicht nachweisen durch unsere Funde. Die Archäobotanikerin Ursula Meyer reist zumindest gedanklich bis zu 6000 Jahre in die Vergangenheit. Sie erforscht, welche Pflanzen die Bewohner der Pfahlbauten am Bodenseeufer im nahegelegenen Hinterland angebaut, gesammelt und gegessen haben. Hier sind jetzt sehr viele Sammelpflanzen drin, vor allem Waldbeeren, die Leute in großen Mengen hereingeholt haben. Wildapfel zum Beispiel auch, aber auch eben Beeren, Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren, aber auch der Lein oder Flachs. Da gibt es sehr viele Samen und Kapselstücke drin. In solchen Pfahlbauten haben die Menschen der Jungsteinzeit am deutschen und Schweizer Bodenseeufer gelebt. Ihre Abfälle und Exkremente sind im Sediment des Bodensees als winzige Zeugnisse der Vergangenheit erhalten geblieben. Zwischen den Holzstümpfen der Pfahlbauten haben die Archäologen diese Relikte einer versunkenen Zeit ausgegraben. Beim Amt für Denkmalpflege Baden-Württemberg werden die Samenkörnchen aus dem Schlamm ausgewaschen. Obwohl bis zu 6000 Jahre alt, sind sie in den feuchten Böden unglaublich gut erhalten geblieben. Hier kann der Sauerstoff nicht einwirken und eine Zersetzung einleiten, sodass die organischen Materialien sehr gut erhalten sind. Die Bewohner der Pfahlbauten kannten bereits viele Kräuter und Heilpflanzen. Davon geben die Funde Zeugnis. Es wurde sehr viel gesammelt in der Natur. Wir haben viele Samen und Früchte von Sammelpflanzen, die sie von draußen in die Siedlungen hereingeholt haben. Und da gehören tatsächlich auch einige Heilpflanzen dazu. Zum Beispiel die Minzen, dann aber auch das echte Johanniskraut. Das wird sehr oft gefunden. Oder der wilde Majoran oder auch Dost genannt, auch eine Heilpflanze. Und es gibt auch Nachweise von Thymian zum Beispiel. Welche Krankheiten die Menschen damals mit den Kräutern behandelt haben, wir wissen es nicht. Die ägyptische Königin Kleopatra soll ihre Schönheit durch Bäder in Ziegenmilch konserviert haben.
Über 2000 Jahre später bildet Molke aus Ziegen- und Kuhmilch die Basis für die Kosmetikprodukte aus dem Bregenzer Wald. Molke bleibt bei der Käseherstellung übrig und wurde früher an die Tiere verfüttert. Der findige Bauer hat daraus vor 25 Jahren einen Geschäftszweig aufgebaut. Wenn man einen Liter Milch zu Käse verarbeitet, dann gibt es daraus in etwa 10% Käse. Es bleiben 90% Molke übrig. Dass die Molke wertvoll ist, haben nicht wir erfunden, sondern das geht zurück bis ins Altertum, wo eben Hippokrates schon die Molke als das heilende Wasser der Milch bezeichnet hat. Es gab im 18. Jahrhundert nachweislich 160 Molke-Kurorte so im mitteleuropäischen Raum. Und aufgrund dieser uralten Überlieferungen haben wir uns dann halt mit dem Thema Molke beschäftigt und haben inzwischen eine Produktpalette entwickelt, die über 40 verschiedene Molke-Produkte umfasst. Schwiegertochter Magdalena Metzler betreut den firmeneigenen Kräutergarten. Essenzen und Auszüge von Blüten aus diesem und weiteren Bregenzer Wälder Gärten verleihen den Kosmetikprodukten die besondere Note. Wir verwenden unsere Pflanzen nicht nur für Auszüge, also in Öl und Alkohol, sondern auch in getrockneter Form, in Seifen. Also es ist ganz wichtig, dass man, bevor man die Pflanzen pflückt, einen Tag davor, wo die Sonne scheint, einen trockenen Tag, am Tag, wo die Pflanze geerntet wird, ist es ganz wichtig, dass eben auch die Sonne scheint, dass die Pflanzen trocken sind. Da haben sie dann die beste Wirkung in den Auszügen. Lavendel ist ja sehr beruhigend. Wenn man zum Beispiel Sonnenbrand, Insektenstiche, ist der Lavendel eine super Sache. Hilft eben, die Verbrennungen zum Beispiel auf der Haut zu lindern. Und natürlich, die ätherischen Öle sind der Wahnsinn beim Lavendel. Das ist die echte Kamille. Die Kamille ist ja Kraut, das man schon vor langer, langer, langer Zeit kannte. Kamille ist entzündungshemmend, die ist antibakteriell. Also wir haben einen Auszug der Kamille bei uns in der Hautmilch und da wirkt sie sehr beruhigend für die Haut. Kamillenextrakt, Schachtelhalm und Zitronenöl sind es in diesem Fall. Je nach Produkt werden der Molke unterschiedliche Urtinkturen und Pflanzenessenzen beigefügt. Ganz gezielt die Wirkung in die Tiefe zu bringen und in die Spitze zu bringen, die Aufgabe übernehmen dann zusätzlich die Heilpflanzen. Bei der Tagescreme steht die Schutzfunktion im Vordergrund. Also haben wir uns bei der Tagescreme für die Ringelblume entschieden. Die Ringelblume als die älteste bekannte Heilpflanze ist sehr bekannt für schützende Funktion. Bei der Nachtcreme, wo es um die Regeneration geht, dort haben wir uns das Johanniskraut entschieden. Johanniskraut ist bekannt für entzündungshemmende, beruhigende und regenerierende Wirkung. Und somit kann man also die Wirkung jeweils ganz gezielt in eine Richtung lenken. Man denkt immer, man kennt eine Pflanze, man weiß, was die alles kann oder die ist für Husten und so weiter. Ich finde es immer bewundernswert, was die alles drauf haben. Auf dem Christberg im Montafon auf über 1000 Meter Höhe wächst der kostbare Schatz von Werner Zudrell. Der rote Enzian ist rar und sensibel. Da muss man hegen und pflegen, fast wie die Frau zu Hause. Da darf ja kein Dünger hin, da darf kein Mist hin, da dürfen die Tiere nicht weiden, dann würden sie das vertreten. Im Spätherbst wird das alles abgemäht, die Stauden. Aber nur, wenn warmes, föhniges Wetter ist, dann machen die auf, wenn die verblüht sind. Und durch das Mähen werden die Pflanzen geschüttelt und der Same fällt dann raus und da vermehrt sich dann wieder.
Der gelbe Enzian ist weniger wählerisch. Er gedeiht auch hinter seinem Haus im Silbertal. Ja, jetzt habe ich wieder eine abgeschnitten da, blöderweise. Im Frühsommer muss der Schnapsbrenner das Gras um die jungen Pflanzen mähen, damit sie genügend Licht bekommen. Hauptsächlich wird der Schnaps ja vom gelben Enzian gemacht, den ich jetzt also ausmähen bin. Und da muss man höllisch aufpassen, dass man da nicht die Wurzel mitmäht. Das braucht 10 Jahre, bis eine Wurzel richtig ausgewachsen ist. Dann gibt es aber dann Taler und eine Strecke, wo 3 Kilo haben. Also das ist ja gewaltige Masse. Aber das ist ja zum Schnapsbrennen ideal, wenn sie viel Masse haben. bis 700 Kilo Wurzelwerk befinden sich unter der Erde. Mitte September gräbt der Enzian-Schnapsbrenner die größten Knollen aus. Die Wurzeln des roten Enzians verleihen dem Schnaps das Aroma, die des gelben bringen die nötige Masse. Schade, das halbe habe ich weg abgeschlagen. Der wäre so dick gewesen, da bist du her. Ja, das bringt man immer noch selbst vorbei. Diese Wurzel dürfte geschätzte 15 Jahre alt sein. Das wäre ein Prachtexemplar, wenn es kein Zuchter brauchte. Das ist ja schade drum. Aber ist halt so. Bevor der Schnapsbrenner sie zerkleinern und einmeischen kann, muss er die Wurzeln sorgfältig putzen. Das machen wir von Hand. Von Hand. Machen. Es gibt ja keinen Rohstoff für Schnaps, der noch mehr Arbeit gibt, ja, der Enzianwurzel. Alles, was halt in der Erde wächst, ist eben mit Erde behaftet. Und das muss man halt putzen. Ganz bringt man es ja nicht weg. Darum hat der Enzian einen erdigen Geruch. Die Enzianwurzel enthält Bitterstoffe, die bei Müdigkeit, Untergewicht, Blutarmut und Appetitmangel helfen und die Verdauung fördern sollen. Die Maische muss der Schnapsbrenner einmal pro Woche umrühren. Das ist genauso anstrengend wie das Wurzelgraben. Kurz vor Weihnachten brennt er den Sud zweimal, dann erst hält er den begehrten Enzianschnaps in den Händen. Zum Wohl, wie ist es schon nicht? Im Märchen bauen sich die drei kleinen Schweinchen Häuser aus Stroh, Holz und Ziegeln. Stroh taugt nicht als Schutz, der böse Wolf zerstört das Strohhaus und verspeist das Schweinchen gnadenlos. Im wirklichen Leben ist Dämmen mit Stroh für Menschen mit einem grünen Herzen eine interessante Alternative zu herkömmlichen Dämmstoffen. Ist Stroh ein Tausendsasser? Aus meiner Sicht ja. Ich kenne kein anderes Isolationsmaterial, das besser ist als Stroh. Wenn das Thema ist die Kriterien, oder? Nach meiner Ansicht sind die Kriterien die graue Energie, die es beinhaltet, die Nachhaltigkeit, die Entsorgung in Zukunft einmal. Es wird kein Sondermüll sein. Die Lebensqualität, die Stimmung im Gebäude, wenn das unter Preis, wenn das die Kriterien sind, dann kenne ich kein besseres Isolationsmaterial als Stroh. Ich denke, es gibt eine spezielle Käuferschicht, denen Ökologie und Behaglichkeit was wert ist. Die werden sicher auf diesen Dämmstoff oder auf den Baustoff Stroh setzen. Die ersten Häuser aus Stroh sind vor über 110 Jahren in den USA gebaut worden. Eines der ältesten steht immer noch. Über 40 Häuser hat der Schweizer Architekt Werner Schmidt bereits geplant und ausführen lassen. Bei diesem Doppelhaus in Dürnten bei Zürich hat die Holzbaufirma aus Vorarlberg vorgefertigte Wand- und Dachelemente zur Baustelle transportiert. Danach wurden die Strohballen aufgestapelt. Sie dämmen nicht nur, sondern tragen auch einen Teil der Last.
Es sind dieselben Ballen, die Landwirte zum Einstreuen im Stall verwenden. Es muss in der Konstruktion satt und sauber eingepasst werden. Es dürfen keine Hohlräume entstehen, es muss sauber eingepasst werden. Und das Wichtigste ist beim Stroh, dass es absolut trocken ist. Direkt auf das Stroh bringt der Verputzer eine mehrere Zentimeter dicke Kalkmörtelschicht auf. Die Strohhalme dienen als Armierung. Sobald Stroh und Verputz wieder getrocknet sind, schützt diese Schicht die Außenwand vor Feuer und Feuchtigkeit. An der Südseite der Doppelhäuser wurden hochwertige Fenstergläser verwendet. An der Nordseite sind die Wände durch die Dämmung über einen Meter breit. Geheizt werden die Häuser lediglich mit kleinen Holzöfen. Jede Familie benötigt nur rund 1,5 Festmeter Holz pro Jahr. Am eindrücklichsten finde ich es immer, wenn wir von den Ferien nach Hause kommen und die Kinder ins Haus stürmen, dann kommen sie immer und sagen, es riecht so gut. Vom Heizen her sind wir auch sehr zufrieden. Wenn die Sonne scheint, müssen wir nicht heizen. Uns war das Wichtige, das Ökologisches zu bauen, mit möglichst wenig Energieaufwand, also beim Bauen, und dass man sich auch wohlfühlt. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und die Idee mit dem Stroh lag da nahe. Die Kinder sind eher weniger erkältet, sie schlafen gut, das sind so die Hauptpunkte. Die dicken Wände verbrauchen Platz, allerdings fällt der Heizraum weg. Kann ein Strohhaus auch preislich mithalten? Es kostet gleich viel wie ein konventionelles Haus. Der große Vorteil ist, die Betriebskosten geht gegen null. Oder in diesem Fall hier ist jetzt ein Kubikmeter Holz ist 150 Franken. Und das Holz ist gewachsen da im Umfeld von 500 Meter. Also, und wenn ich eine Ölheizung habe, ist es sofort irgendwie 1.000, 2.000 Franken. Oder? Also das sind riesige Unterschiede. Der große Vorteil, Häuser aus Holz und Stroh können am Ende ihrer Lebensdauer unkompliziert abgebrochen und sortenrein in ihre Bestandteile zerlegt werden. Zeugen der Vergangenheit. Das sind Überreste der Pfähle, auf denen die Häuser der Pfahlbaubewohner standen. Diese Stümpfe konnten unter Wasser im Schlamm mehrere tausend Jahre überdauern. Die Archäologen haben Holzproben zur Datierung und Bestimmung aus dem Bodensee geborgen. Pflanzen waren damals eminent wichtig. Holz war das Bauholz. Holz hat dazu gedient, dass man warme Speisen hatte, dass man im Winter es warm hatte. Von Pflanzen hat man sich ernährt, natürlich auch von Tieren. Tiere haben sich von Pflanzen ernährt, also letztendlich war das die Lebensgrundlage. Das ist ein Pfahlrest aus einer steinzeitlichen Siedlung, 6000 Jahre alt, bei Konstanz. Ein Pfahlfeld, wo mehrere Häuser standen vor 6000 Jahren. Und das ist jetzt konkret der Rest davon, eines Eschenpfahles mit damaligen Steinwerkzeugen angespitzten Ende, so wie die Leute das damals dann ins Sediment hineinbrachten. Und hier haben wir gesägt. Der Pfahl war nicht viel länger als so. Das heißt, wir haben gerade noch aus dem Sediment diesen Rest eines Pfahles bergen können. Und wir untersuchen jetzt die Holzart und die Jahrringe dazu. Für die Datierung tasten die Wissenschaftler die Jahrringe ab, die je nach Niederschlag und Temperatur mehr oder weniger eng ausfallen. Aus der Breite und Abfolge der Jahrringe lässt sich das erstaunlich hohe Alter des Holzpfahls eruieren. Man hat einerseits den Eindruck, es ist noch sehr frisch, andererseits weiß man, dass es 6000 Jahre alt ist. Das erfüllt einen mit Ehrfurcht, auch mit Ehrfurcht vor den Leuten, die damals mit ihren technischen Möglichkeiten schon ja, sehr schlau, sehr, sehr gut ihre Häuser gebaut haben. Für die Bewohner der Pfahlbauten war Holz unentbehrlich. Bei den Holzarten waren sie nicht wählerisch. Sie verwendeten alles, was einfach zu schlägern und transportieren war. Wissenschaftler aus Zürich
haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Eigenschaften von Holz von Grund auf zu verändern. Sie verwandeln Holz in einen wahren Tausendsasser. Wir wollen das Anwendungsspektrum von Holz erweitern. Das heißt, in unseren Wäldern wächst mehr Holz nach, als wir nutzen jedes Jahr. Und wir wollen neues Nutzungspotenzial eigentlich für das Holz entwickeln. Und unser Ziel ist es, Holz- und Zellulose-basierte Materialien zu entwickeln, die ganz neue Funktionen zeigen. Das heißt, ungewöhnliche Funktionen, sodass man auch in Bereiche gehen kann, in die man bisher mit Holz nicht gegangen ist. Grundsätzlich ist es interessant, neue Funktionalitäten ins Holz hineinzubringen, weil wir auf diese Weise die Anwendungsmöglichkeiten für Holz erweitern. Und das ist natürlich sehr interessant und wichtig in der heutigen Zeit, wo wir schauen, dass wir nachhaltiger leben, wirtschaften können. Und dort ist natürlich die nachwachsende und CO2-speichernde Ressource Holz ein wichtiger Bestandteil in diesem Konzept. In der Natur zersetzen solche Pilze Holz. Diesen biochemischen Vorgang drehen die Wissenschaftler um. Das eröffnet ganz neue Perspektiven. Die Wissenschaftler bauen Jodmoleküle in das Holz ein und machen es antimikrobiell. Unsere Substanzen, die sind natürlich, kommen auch in der Natur vor. Wir binden diese Substanzen fest ans Holz, so da werden sie auch nicht mehr ausgewaschen. Sie werden nicht mehr in die Umgebung freigelassen, sondern bleiben am Holz, bleiben dort, wo die Substanzen auch wirklich wirken sollen, und zwar im Holz. Warum dieser Aufwand? Wo könnte man dieses Holz verwenden? Wir haben immer mehr Privatspitäler, wo die Leute, die dort als Patienten sind, auch sehr viel Geld bezahlen und die gerne auch eine schöne Wohnatmosphäre wollen. Oft muss man dann die Spitalbetten aus Metall machen, damit man das besser reinigen kann. Wenn wir natürlich antimikrobielles Holz haben, wo keine Pilze, Bakterien und Viren drauf wachsen können, dann könnte man die Möbel mit Holz ausstatten, was sehr viel schöner wäre. Wie bewähren sich das keimresistente Holz und andere Neuentwicklungen in der Praxis? Das testen die Wissenschaftler in diesem Apartment, das von zwei Studenten bewohnt wird. Die Türgriffe bestehen aus antimikrobiellem Holz. Das Türblatt ist durch die Hand der Wissenschaftler feuerresistent geworden. In die Türblätter haben wir Calciumcarbonat ins Holz eingebracht, um den Brandwiderstand des Holzes zu verbessern. Wir können messen, dass wir die Wärmefreisetzungsrate reduzieren des Holzes und auch die Rauchentwicklung beim Brand wird deutlich geringer. So brennt unbehandeltes Holz. Und so brennt Holz, in das Wissenschaftler Calciumcarbonat eingebracht haben. Dem modernen mehrgeschossigen Holzbau könnte diese Entwicklung zum Durchbruch verhelfen. Doch damit nicht genug. Die Terrassensitzmöbel bestehen aus einem neu entwickelten Werkstoff, der sogar Stahl in den Schatten stellen könnte. Bambus, also ein schlichtes Gras, ist der Tausendsasser, der das leisten kann. Weil Bambus sehr, sehr gute Zugfestigkeitseigenschaften hat. Und unser Komposit hat genau gleich gute Zugfestigkeitseigenschaften wie Stahl. Und unsere Idee ist, dass es irgendwann vielleicht mal den Stahl im Stahlbeton ersetzen könnte. Ein Waschbecken aus Holz funktioniert schon heute. Und zwar dann, wenn es durch eine wasserabweisende Schicht alltagstauglich gemacht wird. Dabei ist natürlich wichtig, dass die Ästhetik der Holzstruktur, die Oberfläche, erhalten bleibt. Das heißt, diese Schicht muss transparent und sehr dünn sein. Holz, das magnetisch ist, Strom leitet oder zu einem Musikinstrument verarbeitet, optimal klingt. Die Wissenschaftler haben das Potenzial von Holz noch lange nicht ausgereizt. Was glauben Sie, aus welchem Material sind die Verpackungen? Von Plastik. Weiß ich, das wohl ja, das ist was anderes. Weiß ich nicht. Sie sehen aus wie herkömmliche Plastikverpackungen, bestehen aber aus sogenanntem biogenem Kunststoff. Auf der Suche nach Alternativen zu Verpackungen, die aus Erdöl erzeugt werden, sind Wissenschaftler auf Disteln, ihr Öl und seine Möglichkeiten gestoßen. Im Wesentlichen geht es so, dass auf Sardinien eine wilde Distel angebaut und kultiviert wird, die sehr, sehr ölhältig ist. Das Öl wird ausgepresst und wird dann verwendet, um ein sogenanntes Granulat herzustellen. Und aus diesem Granulat werden die biologisch abbaubaren Folien aus nachwachsenden Rohstoffen geblasen und hergestellt.
Der Vorteil von der Verpackung ist eindeutig der, dass sie Karotten deutlich länger halten. Konsumenten berichten uns, dass wenn man die Karotten mit der Folie in den Kühlschrank gibt, dann halten die 4-5 Wochen frisch. Das kommt daher, dass die Folie atmungsaktiv ist und den Dampf diffundiert. Aus diesem Grund entsteht in der Verpackung ein hervorragendes Klima, damit die Karotten frisch bleiben. Welchen Einfluss hat die Folie auf die Haltbarkeit von Gemüse? Was sagt ein Lebensmittelchemiker? Natürlich hat das Material der Verpackung einen gewissen Einfluss auf die Haltbarkeit des Erzeugnisses. Aber es gibt auch ganz andere Einflussgrößen. Es sind zum Beispiel Löcher, wie man sie hier sieht, die angebracht werden, die wesentlich dafür sind, was an Sauerstoff und sonstigen Gasen in die Verpackung hineingeht oder an Wasser aus der Verpackung herauskommen kann. Genauso wichtige Einflussgrößen sind die Lagertemperatur und vor allem die Lagerdauer. Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich im Haushalt niemals diese perfekten Bedingungen herbekomme, die ich in einem gut geführten Lagerhaus habe, mit einer kontrollierten Atmosphäre, kontrollierten Luftfeuchtigkeit, kontrollierten Temperatur. Also das schnell zu verbrauchen, ist sicher der beste Zugang zu dem Thema. Auch diese Verpackung sieht zwar aus wie Plastik, wird aber aus Zellulose, genau genommen aus Holzfasern, hergestellt. Biogener Kunststoff verdrängt herkömmliche Verpackungen vorerst nur langsam. Noch ist es eine Frage des Preises. Für Menschen, die auf Plastik verzichten wollen, sind Einkaufstaschen aus biogenem Kunststoff eine willkommene Alternative. Diese Einkaufstasche besteht auf Basis Sonnenblumenölen und auch Distelölen wiederum. Hat einen wesentlichen Vorteil auch, dass sie extrem stabil ist und im Prinzip die Stabilität wie Kunststoff erreicht. Ungefähr 10% der Kunden dieser Lebensmittelkette wählen die Einkaufstasche aus Distel- und Sonnenblumenöl. Im Gegensatz zu herkömmlichen Plastiktaschen sind von diesen hier nach 60 Tagen in einer industriellen Kompostierung nur mehr winzige Teilchen übrig. Das sind sogenannte Preforms. Sie werden beim nächsten Produktionsschritt zu Flaschen aufgeblasen. Man sieht es ihnen nicht an, aber sie bestehen zu 30% aus Kunststoff, der aus Maisblättern, Getreidehalmen und Gras hergestellt worden ist. Die Flasche schaut ganz normal aus. Man sieht es dem Material nicht an. Aber wir sind derzeit noch limitiert auf 30%. Und wir arbeiten intensiv an 100% Lösungen. Man möchte vom Rohöl weg. Es geht um die CO2-Bilanz. Irgendwo haben wir uns entschieden, die Flaschen immer umweltfreundlicher zu machen. Und ein Weg, die Flaschen umweltfreundlicher zu machen, ist es, auf Erdöl zu verzichten, weniger Erdöl zu verwenden. Die Flaschen aus Pflanzenkunststoff eröffnen der Lebensmittelindustrie völlig neue Möglichkeiten. Diese Flaschen aus 100% Bioanteil waren in der Vergangenheit immer schlechter als ein normaler Kunststoff. Aber jetzt inzwischen bedeutet 100% Bioanteil nicht schlechter, sondern teilweise dramatisch besser. Diese Flaschen sind jetzt aus 100% Bio gemacht worden und haben den Faktor 5 bis 10 in ihrer Barriere. Also die Haltbarkeit des Produkts ist 5 bis 10 Mal höher. Gebinde aus Pflanzenkunststoff sind wesentlich dichter als PET-Flaschen. Weniger Kohlensäure entweicht, weniger Sauerstoff dringt ein. Der Inhalt ist länger genießbar. Das Bier, das auch nach Monaten in der Flasche noch eine üppige Schaumkrone aufweist, könnte Realität werden. Doch für eine rasche und flächendeckende Markteinführung fehlt derzeit die erforderliche Menge Granulat, das Ausgangsmaterial, aus dem die Flaschen erzeugt werden. Derzeit wird es im Grammbereich hergestellt, im Kilogrammbereich hergestellt. Wir brauchen Tonnagen, damit es wirtschaftlich ist. Alles, was klein anfängt, hat ein Problem, wettbewerbsfähig zu sein zu dem, was etabliert am Markt ist. Erst in circa 5 Jahren wird die Produktion von Flaschen aus Pflanzenkunststoff in großem Stil auf Schiene sein. Ein Auto vom Acker. Das war der Wunschtraum eines Automobilpioniers. In die Geschichte ging der Prototyp als Hanfauto ein. In Serie ging das Auto nie.
Ja, es ist eigentlich so, dass das Henry Ford 1941 schon das erste Auto komplett aus Hanf gefertigt hat und das auf dem Automobilsalon in Genf vorgestellt hat. Leider Gottes hat sich offensichtlich dazu mal diese Technologie nicht geeignet für die Serienreife. Ich denke aber, dass wir heute auf einem guten Weg wären, eben solche nachwachsenden Rohstoffe für Bauteile in der Serie fertigen zu können. Der Traum lebt neu auf. Brennnesselgarn, aber auch Sisalgarn, hergestellt aus den Blättern der Sisalagave, ist extrem reißfest und könnte bei der Autoherstellung durchaus mit anderen Materialien mithalten. Ein Bauteil wird zunächst gestickt. Die Stickerei ist eine sehr alte Technik und der Vorteil besteht ganz eindeutig darin, dass wir formungebundene Teile produzieren können. Das heißt, wir können Kurven abbilden, wir können Ecken abbilden und haben den Vorteil, dass wir aus einer Endlosfaser im Prinzip ein Bauteil schichtweise aufbauen. Wir vermeiden so gut es geht Abfall, weil wir den Faden im Prinzip bis auf den letzten Zentimeter verarbeiten können. Dann folgt ein Bad in einer Emulsion aus maisbasiertem Kunststoff. Unter Temperatur und Druck wird der Teil geformt und erhält die nötige Stabilität. Sisal ist sicher ein Material, das im Fahrzeugbau im Interieur Verwendung findet. Der Vorteil der ganzen Geschichte ist natürlich, sind nachwachsende Rohstoffe. Sind Rohstoffe, die auch entsprechend wieder recycelt werden können. Und sie sind leicht. Und das ist natürlich heute mit der Anforderung nach Bauteilgewichtskomponenten ein ganz großes Thema. Es ist grundsätzlich so, dass die Automobilindustrie eigentlich seit einigen Jahren verpflichtet wäre, Fahrzeuge zu bauen, die zu 98% recycelbar sind. Es ist leider zu befürchten, dass wir, glaube ich, noch nie so weit entfernt waren, Fahrzeuge komplett recyceln zu können. Ich denke, diese Technologie wäre hier eine praktikable Lösung für viele Bauteile, die mit nachwachsenden Rohstoffen gebaut werden könnten. Hemmnisse sind natürlich, wie oftmals, speziell in der Automobilindustrie, sicherlich ein etwas höherer Preis dieser Technologie. Preis kontra Umwelt. Wie so oft gewinnt nicht ein Anbieter, der recycelbar, sondern einer, der billig produziert. Ich könnte wirklich auf vieles verzichten, aber diesen direkten Kontakt zur Natur, den möchte ich nicht missen. Und es wäre, glaube ich, für mich die schlimmste Strafe, wenn ich in einer Stadt leben müsste, weil ich da nicht einfach nur hinausgehen kann und schnell mal was pflücken. Ich empfinde das als größten Reichtum in meinem Leben. Inhaltsstoffe und Wirkung von Pflanzen faszinieren Angelika Feistenauer seit über 30 Jahren. Bereits Anfang März findet sie allerlei Gesundes in ihrem Garten. Das ist eigentlich sehr ein weit verbreiteter Irrglaube, dass im Frühling nichts zu holen ist. Also ich denke, im Frühling gibt es fast mehr Vitalität als in irgendeiner anderen Jahreszeit, weil die Natur sich vorbereitet. Und das sieht man an den winzig kleinen Weiden, Knospen, Kätzchen, dass da das pralle Leben drin sitzt. Und irgendwie ist es fast anzuwenden wie Homöopathie. Also winzigste Dosen bewirken das Gleiche wie ganz große Mengen im späteren Jahreskreis. Was man allerdings wirklich beachten muss, wenn man Knospen erntet, dass man nie die Terminalknospen verwendet, weil da passiert Längenwachstum. Knospen sind Superfood aus der Natur. Das ist die Engelwurz. Ganz vergessen wird eigentlich die Knospe auch hier. Wir sehen eingerollt und voller Kraft und Saft die Knospe. Alles ist voll Wasser, voller Informationen auch. Die Engelwurz hat Schafstoffe, die keimwidrig wirken, also könnte man sie auch in ein Getränk verarbeiten, das die Immunkraft stärkt, das bei Infektanfälligkeit hilfreich sein kann. Die Knospen sind pflanzliches Embryonalgewebe.
Die sind ungeheuer lebendig und vital. Also das ist Vitalnahrung für unseren Körper genauso. Junge Knospen sind zum Beispiel nicht nur vor Ziegen nicht sicher, auch Kälber nagen an jungen Knospen, wenn sie Zugang haben. Und wenn ein Kalb Durchfall hat, sucht es sich intuitiv junge Knospen, weil sie sehr viel Gerbstoffe haben und die Gerbstoffe binden den Kot. Die Ausbeute ihres Streifzugs durch den Garten setzt die Kräuterexpertin im Verhältnis 4:1 mit gutem Honig und Essig an. Das gibt es schon seit der Antike, diese Art der Zubereitung. Wir haben das leider nur immer wieder vergessen. Das Ganze wird dann an einem dunklen Ort circa einen Monat ausgezogen und immer wieder kurz geschüttelt, damit sich die Inhaltsstoffe auch vermählen. Mit Wasser verdünnt wirkt der Kräutersirup wie ein belebendes Getränk. Es fasziniert sie, wie vielseitig Pflanzen sind. Die eine Pflanze kann sowohl Bitterstoffe als Saponine, also Seifenstoffe, sie kann Schleimstoffe enthalten und gleichzeitig noch Gerbstoffe. Und alle diese Stoffe wirken auf einer anderen Ebene im Körper. Und auch der Gedanke, dass uns zum Beispiel ein Obstbaum mit dieser Fülle nicht nur ernähren kann, sondern auch heilen. Allein das schon, finde ich, grenzt eigentlich an ein Wunder. Und die Pflanzen sind wirklich Tausendsasser, ja. Das kann ich nur bestätigen. In Höchst am Bodensee haben sich Sonja und Harald Schobel eine Unternehmerexistenz aufgebaut. Sie brennen Schnaps, legen Nüsse ein und trocknen Obst. Wir waren auf der Suche nach einem Trockenobst, wo man produzieren kann ohne jegliche Zusatzstoffe wie Konservierungsstoffe, Antioxidationsmittel, Farb-, Geschmacksstoffe und so weiter. Natürlich ohne Zucker, ohne Schwefel. Mit der neuen Tätigkeit kam neuer Schwung in ihr Leben. Man sieht einfach, wie halt, wie das Obst wächst, halt einfach die Natur, wie sie schafft. Und es ist jedes Jahr anders. Und ja, und das Miteinander schaffen, das gefällt mir auch ganz gut. Und ja, wir haben einfach Freude an der Sache, was wir jetzt machen. Früchte trocknen, um sie haltbar zu machen, praktizieren Menschen seit vielen Jahrtausenden. Die Schobels haben das Trocknen von Obst in unzähligen Versuchsreihen perfektioniert. Ein uraltes Verfahren kombinieren sie mit dem Einsatz modernster Technik. Die spezielle Schränke wird immer trockene Luft einblasen. Diese Luft sättigt sich an der Feuchtigkeit der Früchte. Das Wasser wird immer wieder rauskondensiert und ist somit ein ganz schonendes Trocknen. Wir sind da immer unter 40 Grad im Trocknen. Das heißt, die Inhaltsstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Enzyme und so weiter bleiben größtenteils erhalten, was bei einer konventionellen Verfahren, die mit Hitze trocknen, aber nicht der Fall ist. Nur die allerbesten Früchte eignen sich für dieses Verfahren. Damit sie den hohen Ansprüchen genügen, werden die Früchte völlig reif geerntet. Auf diese Weise verlassen kleine Geschmacksbomben den Trockenofen. Besonders lange haben die beiden am Prozedere für Erdbeeren gefeilt. Endlich stellte das Ergebnis den kritischen Kleinunternehmer zufrieden. Bei den Erdbeeren blieben nach dem Trockner knapp 10% vom Ursprungsgewicht übrig. Und der Geschmack der gesamten Erdbeere, so frischer, ist nachher konzentriert auf die restlichen 10%. Und somit ist das Trockengut noch intensiver im Geschmack wie die frische Frucht. Zuerst war es nur ein Nebenverdienst, doch heute können sie vom Umsatz ihres kleinen Unternehmens leben. Gunther Fenkart kamen die kleinen Trockenfruchtjuwelen für seine süßen Kunstwerke gerade recht.
In seiner Schokoladenmanufaktur sind sie das Tüpfelchen auf dem i. Und dann war mir gleich klar, das ist das optimale, der optimale Belag für meine Schokoladen. Ja, weil sie sehr schön ausschauen, haben eine wunderbare Farbe, was beim Trockenobst oft einmal ein bisschen das Problem ist, dass eigentlich alles braun ist. Beim Harald ist es nicht so und der Geschmack ist einfach sehr fruchtig, sehr authentisch. Also nicht nur fürs Auge etwas, sondern auch dann für den Genuss. Das ist nicht nur der Regionalität willen, dass wir das machen, sondern weil auch wirklich die Qualität außergewöhnlich ist, die man hier bekommt. Die Kakaobutter, ein Bestandteil der Schokolade, nimmt den Geschmack des Trockenobstes derart intensiv auf, dass die ganze Tafel nach Frucht schmeckt. Vor 15 Jahren hat sich der Konditor auf das Schokolademachen spezialisiert und ist damit auf die Schokoladenseite gefallen. Heute liefert er seine Waren bis nach Hamburg. Ja, wir sind schon ein bisschen ein Nischenspringer. Also alles der Schokoladenmarkt ist ja quasi ein Massenmarkt mit sehr großen Produzenten. Und das, was wir machen, ist eine Nische. Wir machen spezielle Produkte vom Geschmack her, speziell von den Rezepturen her, speziell auch von den Rohstoffen. Viele Rohstoffe, die wir verarbeiten, die gibt es im großen Stil gar nicht, weil die Menge gar nicht verfügbar ist. Und in dieser Nische fühlen wir uns auch sehr wohl. Auch zu Ostern darf sie nicht fehlen. Die geniale Kombination von Schokolade und Trockenfrüchten. Das ist das Sahnehäubchen auf dem Ganzen. Ja, ich sag, beim Dessert muss immer zum Schluss eine kleine Dekoration oben sein. Das i-Tüpfelchen und das ist bei uns bei der Schokolade in dem Fall der Belag. Diese Kombination hat zwei regionalen Erzeugern wirtschaftlichen Erfolg gebracht. Und somit sorgt die Pflanze, dieser Tausendsasser, auch in dieser Geschichte für ein Happy End.